Ja, Samuel Deppe. 6-0 gewonnen gegen Seetal Admirals im Halbfinale, wo eigentlich von Anfang an oder relativ schnell mal in eure Bahnen gelenkt worden ist. Das war aber gleich noch ein Stück Arbeit gewesen, bis es nachher wirklich klar war. Ja, das ist so. Ich glaube, das ist ein typisches Göppspiel, wo man eigentlich als Favorit nur kann verlieren kann. Da ist man immer froh, wenn es früh in seine Richtung geht, ja, nicht in die andere. Ja. Spätestens nach Anfangs letztes Drittel ist nachher der Sack eigentlich zu gewesen. In dem Sinne, nachher noch ein paar Junioren und Spieler aus der zweiten Mannschaft können einsetzen. Wie wichtig ist das jetzt im Hinblick auf das Finale um 60 gegen Oberwil, dass sie noch ein bisschen Kräfte sparen können, wo Oberwil hingegen ist im Halbfinale fast bis zum Schluss hat müssen Vollgas geben? Ja, das ist so etwas, wo wir uns eben im Voraus auch nicht ganz einig waren, wie wir es spielen wollen. Weil auf der einen Seite kannst du da einen guten Rhythmus holen für den Mob, auf der anderen Seite eben Kräfte spielen. Vielleicht haben sie so eine Rolle. Wir werden es sehen, ja. Wir haben uns jetzt für diesen Weg entschieden. Und vielleicht ist es richtig, vielleicht ist es falsch. Was man jetzt kann sagen, du wirst die Saison, oder du und der SC Grenchen werden die Saison nur noch gegen die Oberwil Rebels spielen. Das erste Mal heute im Cup-Finale und nachher im Playoff-Finale auch nochmal. Wie gehst du in das Spiel rein, jetzt gegen die Rebels heute Abend? Ja, das sind immer so. Ja, das sind Finalspiele. Das ist immer etwas Schönes, was man glaub, muss geniessen muss. Es wird viel geben. Oder gibt viele, die das nicht erleben können. Und ja, Freude haben und an sich glauben, ja, kämpfen bis zum Schluss. Okay, merci für mal, dann bis später.